Eine natürliche Stirndesign oder eine Stirnbehandlung mit Botulinumtoxin, auch das ist möglich, wenn man die Dosierung richtig ansetzt und das ist das Wichtigere daran, die Konzentration der Botulinumtoxinwirkung in entsprechender Weise auf jeden einzelnen Patienten ansetzt und nicht eine gleiche Dosierung bei jedem Patienten durchsetzt. Dafür ist natürlich ein Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie notwendig, am besten der Level Klasse 1. Was das bedeutet, erklären wir gerne in den weiteren Videos von uns.